So, meine Lieben, jetzt folgt mal ein Video. Es ist eigentlich ein Spaßvideo, ist ja kein Böllervergleich. Einfach nur mal ein bisschen Trester schießen heute in Tschechien. Genau mit dem ganzen Zeug. Das ist so ein bisschen Pischmasch, was ich jetzt noch offen irgendwo rumliegen hatte. Hier haben wir noch was Schönes. Das sind Pyrokräger aus dem ehemals Gravum-Set von Komet, wo ich noch zwei Original zu besitze. Hersteller ist SQ, die müssten grün-weiß sein, bin ich aber ein bisschen überfragt, aber schauen wir dann gleich mal. So, hier sind Blizzard-Knaller, richtig geile Teile, dicht, werdet ihr dann gleich sehen, die knallen wie überhaupt gar nichts. So, hier geht's weiter. Vego Superböller 1, Übergangslogo Vego, Herstellungsjahr 95, 96 vielleicht. Genau. Hier nochmal Komet aus dem Gravum-Set, Frisling Checks. Hier ist ein Vego, China-Knaller, Pyrokräger, genau. Der Chinanat F3. Der Chinanat F3. Bam P2 ist ein bisschen Panterola abgeflogen. So, hier ist der Vego 1309 Blitzknall Reiber mit Flash um 1,1 Gramm. Sagt er gerade. Genau, hier unten nochmal so ein bisschen Bonbridge Zeugs, was eigentlich auch halt hier China-Knaller sind, aber halt auch schon schweinealte Teile. Von BV, der Hoshia, die damals hier reingebracht oder für uns hergestellt. Müssten nur schon so 30 Jahre alt sein, vielleicht. Verarbeitung ist tipptopp. Hinten noch zugeharzt oder zugeklebt. Genau. Hier auch nochmal schnell Pfeif und Knall. Absolute Spitzenrarität besitze ich ja auch noch zum Glück. Genau. Ach, hier haben wir auch noch was vergessen, ihr Lieben. Ich weiß, ich quatsche wieder zu viel. Die Pigos. Die Pigos mit Raritäten. Mensch du. Pigo von Glasig und Pigo von Mognigo. Genau. Nur die SCK MC201. Uralter Reiber. So, genug gesülzt hier. Auf zur Zündung. Auf zur Zündung. Meine Fresse hier, ey. So, wir fangen jetzt mal an mit den Frisling-Checks. Die tun die Jungs aber hier doppelt schießen. Na? Los geht's. Willst liegen? So muss das. Ei. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet hier, ey. Bei Dunkel kommen die besser. Ja, bestimmt, ne? So, jetzt könnt ihr hier loslegen, hier, wie ihr Lust und Laune habt. Was machst du jetzt? Na, die Pyrokräger oder was? Nee, erstmal bitte hier. Also. Weil das sind Rochitäten hier. Machen wir mal Bild zum Schluss. Dann machen wir ja, nochmal diese Stäbböllers hier. Genau. Hesli. Das ist eine Scheiße, ey. Naja, ich meine grau, aber eine Verarbeitung ist eigentlich okay, ne? Also mal gucken, wie die sind. Aber ich habe mir da hören und sagen, hast du ihn selber gesehen, habe ich es ja auch. Das sieht wirklich aus wie Pappe. Da sind teilweise auch viele Blindgänger immer mal mit dabei gewesen, weil wir die halt am Neujahrstag alle mal gefunden hatten, hier auf der Straße rumliegen. So. So, los geht's. Schauen wir mal hier. Sind trotzdem, die Dinger sind trotzdem gut. Also die scherbeln. Die scherbeln gut. Für 6,99 oder so kann man die kaufen oder könnte man kaufen im Fräsmann. Den habe ich sogar mit drauf. Ich alter Blindi. Machen wir nochmal Komet hier. Oh. Ja, nochmal Premium Komet, aber ich muss sagen, die waren okay. So. Ne, da fand da ich die von Hesli wesentlich besser. Ihr nickt mit dem Kopf, da sehe ich, da ist das. Gut so. So. So,
So nicht gut. Na. Hey. Oh, da war in der Luft den Nacho, aber jetzt nehmen wir mit drauf. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich den nicht mit drauf habe. Unverzeihlich. Oh, hier, die Superknallfrösche. Auf jeden. Rote Version. Keine Ahnung hier. Die Brandstifterfrösche. Die Brandstifterfrösche, aber die Dinger, die kannst du gleich mal hervorschmeißen, bitte. Genau. Guckt euch mal diesen Ruß an hier. Oh, und stinken die noch wie nach Farbe, oder? Ja. So. So, so. So mit O. So, Tassen, die mal von dir gewesen damals. Ist der Nico sein? Ne? Sie hat Zündschnur, ne? Doch, die ist, aber das geht. Die ist also eingeschrumpft. Nico, Kanonschlag, China Baller Day. Gut, die hießen, die Days hießen ja damals. Kanonschlag! Die hießen damals Kanonschläge, ja, ne? MK2-Verarbeitung ist soweit ganz in Ordnung, aber die Schnur ist ziemlich weit drin. Aber das kann man trotzdem zünden. Und hier ist das gleiche Problem. Da gebe ich dir mal. Ich gebe dir mal den Vego. Ja. Die Vego! Ich mache derweil die Nico hier. Die Nico kann ich wie gesagt, Verarbeitung habt ihr ja gesehen. Die sind jetzt ein paar. Die sind alt. Die sind okay. So, Vego? Wie gesagt, ist ja hier kein Böller-Vergleichsvideo, ist einfach ein bisschen Spaßvideo heute mein Tschechien. Ja, weil woanders kann man es ja nicht machen hier. In Vego? Germania. Vego? Oh, der wollte durch. Hat er schön Druck. Der wollte ein bisschen verpuffen. Yes. Jetzt wieder Nico. Ja. Nico mit kurzer, sehr kurzer Schnur. Kurze Lunte. Ja, war gut. Und hier, keine Ahnung, wie die Lunte ist. Die ist weg. Die ist neben dem Harz angeklebt, oder? Ach, die Scheiße. Siehst du da gar nicht mehr? Doch. Mal da. Können Sie mal kurz filmen? Halten Sie mal kurz hier. So, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ist schon an? Ist schon an. Wir haben das, wie gesagt, ich stelle meine Videos an, extra schneiden für euch, ne? Das machen wir ja nie, weil. So, wie man es nicht machen sollte, ich tue jetzt einfach bloß mal hier. Versuchen mal die Schnur rauszufriemeln aus diesem Harzzeug. Ich hab jetzt nichts. Die ist eingeklebt. Oh ja. Oh hier! Steinzeitwerkzeug haben wir jetzt. Schön ist sie frei. Oder nicht? Die haben die eingeharzt hier, ne? Ja. Mit Harz 4. Ah ne, jetzt ist der Harz 5. So. Und guck mal, was von den Böller oder, übrig ist. Ja, wir gucken mal, das ist jetzt hier Premium-Böller-Ware, ne? Ey, guckt euch das mal an. So sind eigentlich, weil größer sind die ja in der Regel gar nicht. Weil ihr bezahlt praktisch wie Luft. Ui. War aber trotzdem gut, ne? So. Was ist denn da? Der XP. Ein Triplex. Ein Triplex in Schwarzpulver-Version. Mhm. Ne, das ist. Ja, den schleppe ich euch ein bisschen mit mir rum. Geh los. Da muss gehupt hier. Und irgendwie, ja, ist eine Triplex-Version. Ja, nichts anderes wie ein Kometknaller halt. Ne? Schwächer als die von Nico. So. Jam, jam, jam. Hier. Das sind diese Kanonschläger aus dem Pister mit 6 oder 8 Stück, sind eigentlich völlig kacke. Hier hinten kannst du auch schon wieder halb den Schniedel wieder hinten reinschieben hier, also die komplette Eichel, ja, ist aber halt überall so. Hier. Eichelkratzer. Oder den. Der Vego Verarbeitung ist top, die haben bis 2,5 Gramm leider. Kanonschlag, ja, müsste man gucken, wie die aussehen. Hier hinten, wie gesagt, kannst du auch die Eichel komplett reinschieben. Ne? Das ist, ja. Wir gucken mal, wie die sind. Wie gesagt, ist ja kein Vergleichsvideo, ist einfach ein bisschen Spaßvideo heute. So. Am Start hier. Die müsstest du eigentlich mit BKS füllen, dann machen die Rischbombe. Kann losgehen. Die? Ja.
Die hämmern. Der hat auch eine Sollbruchstelle, der Komet hier. Er quatscht da im Weg, kein Hirnschlag. Ne? Hat er. Auf den Platz vorne. Lass mal den Komet. Ja, schade drum, aber war okay von Knaja. So. Jetzt kommt Deluxe-Ware. Komet, aber auch schon etwas älter. Aber. Der wollte durchzünden. Ja, hat aber trotzdem gut geknallt, muss ich sagen. Das hier war es ein Vego, ja. Ein Mini-Vego-Kanonenschlag. So, die nochmal. Mit. Mit, oh Gott, wie werden denn die? 2 Gramm genau. 2 Gramm, na, inklusive Schnur, ne, die ist ja auch mit Pulver und so. Also 1 Gramm. Ja, doch. 1 Gramm ungefähr. Blitzknallsatz nicht. Ja, 2 Gramm halt, ne? Ja, Standard halt, das klingt irgendwie alles gleich, oder? Ja. Klingt alles gleich bis Holz, aber einen unterschiedlichen Preis. Ja. Nee, hier. Weiter, alles, muss alles weg. So, warte mal, jetzt müssen wir dazu was sagen. Jetzt muss ich mal was sagen. Ich habe jetzt was zu sagen. Das Superballer 2 Vego, die waren aus dem Jackpot-Sortiment, das neue mit der Pappe. Und das Problem ist hier hinten. Hier hinten hast du ja einen Hohlraum. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder so. Also, das ist ja astronomisch. Tief. Ja, guckt mal, wie weit das reingeht hier. Ja, hier kannst du wirklich den Schniedel komplett reinschieben. Ne? Also, ne? Ja, das ist eine riesen Mogelpackung. Also ihr bezahlt hier echt für Luft. So, hier. Seht ihr das mal? Das seht ihr das mal, was das eigentlich für ein Beschiss ist. Ne? Weil wenn es davon wirklich Schinken zu kaufen geben sollte, bezahlt er die Hälfte, 50% Luft. Eigentlich die halbe Papprohre hätten sie schon wieder für 9 Böller nehmen können. Ja. Das ist auch eine tolle Verschwendung. Ich muss sagen, bei den Dingern, die Verarbeitung ist top, kann man nie anders sagen. Aber halt der Hohlraum, wie gesagt, dort drinnen verschwindet ein Schwanz komplett. Ne? Also, ja. Gut. Weißt du, jetzt werden wir die Dinger mal testen, weil... Klatsch, der alte lässt ihn gleich riechen. Wir haben ja schon wieder Altersschwache hier mit da. 3. Oh ja, wie gesagt, die haben eine harte Papphülle. Also leichtes Feedback. Also die sind gut. Oh, da schallt er jetzt schon hier. Ja, die schnipseln wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ein bisschen. Jetzt machen wir mal hier. Jetzt machen wir in China Baller D. Was eigentlich das Superballer 2 ist hier. Mal gucken, ob der in der Luft geht. Dann halt den mal so weit hoch wie möglich. Ja. Oh, schön, wie die Schnipsel rieseln. Der rieselt gut, ne? Ja. Der Fokus hat ein bisschen Probleme im Himmel, aber gut, der weiß ja nicht, was er anfokussiert und so. Hier, Schnipselregen. Das ist ja kein Fett. Funkeböller für Arme. Ja. So, jetzt kommt eigentlich auch eine Rarität. Fox, aha. Die sind von Fox Firework, Büroorthandel Berlin und Dienstleistungen. Okay. Oh, schon nie gesehen. Die Firma ist pleite, aber ich muss sagen, diese Dinger, die sind sehr, sehr gut. Also knallen tun die ganz, ganz gut. Hat halt auch einer 2 Gramm. Die kenne ich jetzt persönlich gar nicht. Spendenböller, hab ich gerade gelesen. Spendenböller. Hinten komplett vollgestopft mit Ton. Ja, 2 Gramm hat er. Verarbeitung ist sehr gut, muss ich sagen. Also, ja, und die Firma halt Büroorthandel Berlin. Verarbeitung ist guck sehr gut. Egal, den kann man trotzdem noch anzünden. Der wird schön zischen. Ja. Geht los. Den habe ich jetzt zugestopft oben, weil der war auf. Mal gucken, ob er noch geht. Scheiß Ton rausgekommen. Ja. Geil! Ach, da brauchst du nicht hingehen, das ist sinnlos. So, jetzt können wir loslegen wieder hier. Mal gucken, wie der nächste ist. Eigentlich knallen die gut, also. Ja. Oh, abgeschossen. So, jetzt hat sie voll in die Larve, oder? Knapp an voll aufs mein T-Shirt, ey. Hab ich am Haar vorbei. Alter. Deswegen, ja, die, deswegen mal eine Schutzbrille tragen, ne?
voll gegen den oder Wand. Oder hinstellen. Aber selbst da hast du ja hier irgendwie dann irgendwelche Splitter im Gesicht. Geht weiter, so. Also, scheiß drauf. Deine Glitter so scheiße. Nö, ist nicht weggeflogen. So. Luftschuss. Ne, doch nicht. Hast du das Kaninchen getroffen? Den hört man ja absolut nie, wenn der im Gras liegt, ne? Da ist ja. Schallgedämpft. Schallgedämpft, ja. Völlig gut. Wir sind gut. So, jetzt probier's mal. Sind wir aber auch schon 10 Jahre alt, mindestens, also. So, und hoch. Ja. Schall den kompletten Weg hinter, herrlich. Das hört aber keiner hier. Ja. Schön die Ruhe. Da liegt gut. Oh ja. So. Jetzt kommen die richtigen Granaten. Der fokussiert nie wieder an. Jetzt der SCK Mognigo, eigentlich Bonbridge. Ein eigentlich sehr guter Raritätenknaller. Wenn er geht. Ne. Das ja, ist manchmal, da habe ich schon viele gehabt, die nicht mehr funktioniert haben, aber ist auch nicht weiter schlimm. Süß, die kleinen Dinger, ne? Kommen Erinnerungen wieder hoch als Kind. So, Achtung! Nee, wird auch wieder nicht. Ja, das ist, die sind einfach schon zu alt. Schade, schade. Ne? Das ist halt auch nicht weiter schlimm. Wir werden dann schon mal einen haben, der mal funktioniert oder so. Ja. Hoffe ich mal. So, sorry für die lange Pause jetzt, aber ich hoffe, das nimmt mir nicht übel. Ansonsten vorspulen. Da geht auch nicht. Nee. Gut. Also das ist eine Frechheit. Ja, die sind überlagert wahrscheinlich. Da geht auch nicht. Da geht, doch, da geht. Da. Oh, habt ihr mal gehört? Also die Dinger sind schon ein bisschen laut. Völlig okay. Für die Leute, die es nicht so ganz laut mögen. Die Frauen oder so. Na? Genau. Der wird auch funktionieren. Ja, der auch. Jawohl. Ja, die gehen. So, und jetzt die Pico-Piraten. Jetzt kommen Picos. Spitzeknaller sind wirklich scheiße klein, ne? Aber top verarbeitet, kann man nicht anders sagen. So. Bisschen leiser, ne? No, die sind leiser. Dafür funktioniert jeder. Ist das süß. Also wirklich ideal eigentlich für die Anfangskinderzeiten. Wie so Pyrokräcker halt, ne? Wie Pyrokräcker? Ja, alten Pyrokräcker. Hast du viel mehr Spaß damit, als wieder mit dem anderen Müll. Die gehen, die sind gut. Machen schon Spaß. So. Hab ich eingeordnet? Die Dinger sind so klein, die sehe ich noch nicht mal auf meinem Display. Also. Ein bisschen blitzen tun sie auch. Der Blitz ist so. Alle? Nö. Das sind noch ein paar. Die können da. Haut die mit weg. Da sind sie weg. Oder macht einen Stern oder was? Ich Stern weiß. Können wir machen. Können wir machen jetzt einen Stern. Genau. Mit ein paar Sterne seht bei mir hier oder bei uns. So. Also das geht ja dann astronomisch lange hier. Ja. Er hat's gleich geschafft. Er hat's gleich. No. Gleich geht's so weit. Gleich. Jetzt geht's rund hier, wie in Valencia. Nee. Nee. Ne, da kann man nicht mithalten. Zumindest hier bei den Tschechen. Let's go, er hat's geschafft. Willst du noch ein bisschen was reinpulvern hier? Nee, ne? Eigentlich schon, ne? Aber welchen? Oh Gott.
aufpassen, bloß oben das Feuerzeug reinhalten. Normalerweise war so, ja eben, würde ich gerade sagen. Das geht dann aber relativ schnell. Ja, ja, das macht er nicht. So, ihr könnt starten. Ja. Mein Brenner. Jetzt weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Hey. Hoppa. Hoppa. Hoppa, hoppa. So. So ist es denn. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Rotzblödel-Video. Das machen wir. 1309er, hä? Den was? Den Vego hier, den Cousin. Jetzt? Ja. Von mir aus, macht nur. Ich bin bloß der Reporter, ich film das bloß hier. Ich muss oder nicht, ich würde den hinlegen. Legen hin. Wir wollen den mal hinlegen. Ja. Allein schon wegen dem Stein. Genau. Leeren hin. Der 1309er. Rego mit Blitzsatz. Ich muss sagen, die Dinger sind ordentlich laut, also. Boah. 1,1 Gramm. Zwiebelt schon ein bisschen. Hast du schon schön gemerkt. So. So, weiter geht's. Immer, macht mal weiter. Dann nimmst du hier. Nee, die alten oder ja, genau. Ja, jetzt machen wir Bridge. Die machen wir Bonbridge. Jetzt machen wir mal Bonbridge. 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 Mal gucken, wie die so sind hier. Die sind von der Verarbeitung ja schon mal tipptopp, ne? Also. Mhm. Auch, schön, auch relativ gute dicke Bandung. Knallen tun die, die hatte ich glaube auch schon mal gehabt, ne? Also. Ne, da. Geht los. Warte mal kurz. Niederländisch, Frankreich. Deutsch. Die sind gut. Die Vego-Cracker sind früher auch so als hier vorne so, ne, so zugestopft, ne? Mit diesen drei Punkten. So. Lasst mal gucken. Naja. Ja, geht. Ich denke mal, so wie die China-Knaller vom Comet. Geht schon. Nicht schlecht. Was ist für Führerträger? Eine Kette draus machst? Eine Analkette? Ja. Eine Analkette draus machen? Ja, das könnte man machen, ne? Aber keine Analkette. Quatsch. Ah, das war ein Stein. Wieder gegen die Brust. Du hast ja das Glück, wa? Scheiße. Das ist immer ein Bonbridge. Ah ne, das ist dieser Vego. Das sind die Vegos, die alten, ne? Ja. No? Das ist dieser alte. Jetzt kommt ein alter Vego mit schwarz-rot. China hat F3 waren das. Genau, China hat F3 war das gerade eben, die Vego Mini-Knaller oder Cracker. Oh, jetzt kommt eine Rarität. Aber hier kommt ganz schön das Pulver schon raus, wa? Ja. Oh nein. Warte mal, doch mal. Oh Gott. Jetzt aber guckt mal, das ist noch Bumpy 2. So sehen die aus. Hersteller ist SQ gewesen. Die waren aus dem ehemaligen Krabumset vom Komet. Doch, ja, vom Komet. Krabum war Komet. Gut. Bitteschön. So, mal gucken, ob die Dinger noch was können. Ja, mal gucken, ob die was die sind vorne auch zugestopft, wie bei den Bonbridge gerade eben. Der erste. Haben die. Ja, zwei geschossen. Geht. Und das sind ja die. Das aus. Meiner. Müssen wir an der Lunde nochmal nachzünden. Oder? Nicht nachmachen. Die watschen mehr als sie knallen, aber nicht weiter schlimm. Was zum Aufwärmen. Oder gerade auch eine schöne Verzögerung, du. Den minimalen dumpfen Knall. Also nie viel. Yippie, ein schöner Tag heute zum Knallen. Ja, bis jetzt erstmal stressfrei. Auf jeden Fall. Wow.
Abend. Das ist sehr gar nichts hier. Scheiße, ne? So, sind immer noch diese hier. Ihr wisst schon. Die war doch wieder abgeschossen. Ja, der kriegt heute noch Totschleudern irgendwo hin. Oder Gips oder Steine. Oder Gips oder Betonsteine. Hat er euch schon an den Kopf gekriegt heute? Nicht. Ich meine zum Rumblödeln, okay, also. Der war lauter. Der war wieder ein bisschen leiser. Ja, das mache ich auch wieder gewaltig. So, in der letzten Luft. Der war gut. So, ihr Lieben. Noch einen. Halt, der halt. Letzte, der grüne Abschluss noch. Ne, dann liegt da noch eine Packung dort hier, diese Blizzard-Knaller. Aber ich glaube, die müsst ihr hinlegen. Lass mal den, der ist gleich weg. Den ja. Könnt ihr auch gleich mitmachen, genau. Sehr über zwei. Quatsch, Übergangslogo Wege um 96, 1900. China-Nat F3 müsste das sein oder der Longhong? Jung-Longhong. Wir mal hin, oder was der Longhong? Der Longdong. Der Longdong, Hongkong. Schnipselböller. Geh weg. Ja, die waren gut. Echt gut. Schnipselball halt. So, jetzt kommt eigentlich noch. Jetzt kommt das Beste. Nicht. Die kenne ich von Silvester noch, ja. Die lagen überall rum, kann schon dran den Sinn. Mhm. Die Blitzerknaller. Sind aber leider nicht mehr beim P2, obwohl es da eigentlich drauf stand da irgendwo. Ich hab das irgendwann mal gesehen. Aber egal, schmeiß die rum hier. Ja. Aber bitte alle einzeln. Erstmal. Nummer Uno. Uno, Frau Juno. Der war aus, wa? Weiß ich nicht. Nee. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ist doch wie eine Erbse. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hinfilmen soll. Wie eine Knallerbse. Deswegen lagen die überall halt rum. Sie bloß noch wegschmeißen, da aus dem Packung ja. Rausholen und weghauen. So, mal zwei nehmen und hinten. Ja, das war nicht. Welche Waffen jetzt nur? Ja. Nee, es war auch nicht schlimm, da passiert nichts, aber die Dinger sind echt grottig. Zwar auch schon etwas älter oder so, aber. Blöd sind die, ey. Die sind echt schweinelaut, ne? Sobald hier Hexenring. Oder was sagt ihr? Die sind extrem laut, ne? Ja, na klar. Alter. Ich bin schon taub. Uns träumeln die Ohren, ey. Oh. Das ist eigentlich nur ein bisschen ein kleiner Fatsch. Ja. Mehr ist das ja nicht. Das ist lauter, wenn ich immer die Hände klatsche. Also für die Stadt kannst du die Dinger vergessen, Ansel Prester nergelt. Hat man ja am Neujahrstag überall gefunden. Das war ein bisschen Knack. Mit Vorbrenner, ne? Mit Knack-Vorbrenner? Oh Gott, ne. Na da. Ist nachgebrannt. Die knacken erst und dann brennen die durch, ne? Ich weiß gar nicht, ob die eine Schnur drin haben, aber mit Sicherheit. Also mit Sicherheit. Bestimmt eine Graue oder sowas oder irgendwas. Knack. Das ist wie so ein Knack. Achtung, es geht da los. Deckel aufdrücken. Ne? Na? Da qualmt nicht mehr. Ist das da der liegt, was gemeint, ja? Nö. Er will nicht. Wenn er zu der Hand hochgeht, ist das auch nicht weiter schlimm. Tut absolut nicht weh. Aber heiß ist er noch. Hey. Er hat sogar irgendwo gequalmt. Wo war denn das jetzt hier? Na gut, das war's, oder? Erstmal. Erstmal kurz.
Also nee, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Da bedanke mich fürs Zuschauen und bis später.